So, ein völlig neues Infanterie rückt vor. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Fatpost-Kanal. Wir... Ich nehme dir den gleich weg, wenn du nicht aufhörst mit deinem Quatsch hier. Okay. Also Schluss jetzt hier. Geht ja gar nicht. Es ist alles traurig. Das ist richtig traurig. Denk nur dran, wie wenig Geld wir damit verdienen, dann vergeht ihr auslachen. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Fatpost-Kanal. Heute besprechen wir ein neues Thema. Und zwar geht es ab heute ganz offiziell bei uns auch um die K&K-Armee Österreich-Ungarn. In diesem Video, da mache ich einfach mal bloß eine grobe Einleitung in das Thema. Also wir werden jetzt hier nicht ganz speziell auf irgendwas eingehen, nur so ein, zwei geschichtliche Sachen. Wo fangen wir da am besten an? Also die K&K-Armee ist ja auch eine Armee, die sehr komplex aufgebaut ist. Dadurch, dass schon die Donaumonarchie ein Vielvölkerstaat war, war sie aufgrund dessen ein unglaublich komplexes Gebilde. Also es gab zum Beispiel, es war strikt getrennt. Ne? Österreichische Staatsbürger waren Österreicher und ungarische Staatsbürger waren Ungarn. So hatte man dann fast alle Ministerien einfach zweimal, bis auf wenige Verwaltungselemente, die es dann nur einmal gab. Das spiegelt sich auch in der Bezeichnung wieder. Da machen wir aber ein extra Video drüber. Also ich werde es jetzt nicht fehlerfrei erklären können, was der genaue Unterschied zwischen KUK, KK und KU ist. Also man könnte es vielleicht zusammenfassen, indem man sagt, das KUK-Heer ist quasi die komplette Streitmacht Österreich-Ungarns, während jetzt zum Beispiel die KK-Landeswehr eine österreichische Formation war. Und die KU Honved ist jetzt sowas, wäre dann eine ungarische Armee. Nur mal so kurz am Rande, um das mal kurz einzugliedern. Wir beschäftigen uns mit der K&K-Armee natürlich überwiegend im Ersten Weltkrieg und da auch mit der Ausrüstung und den Uniformen und der Bewaffnung. Wie ihr schon seht, das ist noch die frühe Ausführung in Hechtgrau. Da ist man drauf gekommen, also man muss jetzt sagen, die waren vorher natürlich auch sehr bunt und sehr auffällig. 1906 und 1907 hatte man da Bestrebungen angestellt, ein weniger auffälliges Uniformtuch zu erproben. Die hatten vorher auch blau und rot, ne? Oder? Naja, blau-rot, also es war sehr, sehr bunt. Mhm. Genau, und weil man das ja natürlich den Zeitgeist entsprechend auch anpassen wollte an andere Armeen, die ja da auch schon eher in unauffälligen Farben gekleidet war, hatte man dann Experimente gestartet und hat dann erst mit einer khakifarbenen Uniform herumexperimentiert. Auch mit einer steingrauen tatsächlich, was ja auch dem deutschen Steingrau wie bei der Feldhose nicht sehr unähnlich war. Hm. Aber diese Khaki-Experimente, die ziehen sich ja irgendwie durch, ne? Die ziehen sich durch, aber es haben tatsächlich letztendlich nur die Briten und teilweise die Franzosen für ihre Kolonialtruppen eingeführt. Naja, bei den Deutschen war das ja auch so, ne? Die Kolonialtruppen, die hatten ja auch diese Khaki-Farben. Genau, aber das war heller. Das war eher so ein, heute würde man im militärischen Jargon Coyote sagen oder ja. Tan. Ja, genau. Und damals war das eher ein Sandgelb, kann man so sagen. Und das, was die KUK-Armee da erprobt hat, war wirklich ein Erdbraun, also so ein Khaki, das sah dann eher so aus wie die französischen Uniformen im Zweiten Weltkrieg, falls ihr wisst, wie die aussehen. Das ist so in etwa der Farbton. Genau, dann gab es auch noch Experimente mit Steingrauentuch. Dann hat man angefangen, diese aufgesetzten Taschen daran herum zu experimentieren, die sich dann auch durchgesetzt haben. Und man hatte dann auch dieses Hechtgrau, was man zum Testen eingestellt hatte. Da war es dann aber so, dass die Pionier- und Eisenbahnertruppen und die Telegrafentruppen der K&K-Armee, die waren schon hechtgrau eingekleidet
Und man hatte sich dann, wie gesagt, es gab Feldexperimente und angeblich laut den Berichten fiel diese Uniform im Feld weniger auf. Das mag im Gebirge, da geht die Idee auf. Also es war ja im Gebirge jetzt bei der KK-Landwehr-Gebirgstruppe, deren Uniform ich hier gerade trage, da ging das Konzept tatsächlich auf. Das habe ich live gesehen. Das Hechtgrau verliert sich unglaublich in dieser Landschaft. In den Steinen und in den Felsen, ne? Genau, Stein, Felsen und teilweise auch, wenn man gegen den Horizont blickt. Mhm. Das hat man ja damals den Franzosen unterstellt, weil die ja auch so ein horizontblaues Tuch hatten. Aber da, das war eher dem Zufall geschuldet, dass sich das ergab. Wobei das ja dunkler ist, ne? Das ist ein Ticken dunkler, ja. Genau, und so hatte man sich dann zum Schluss auf das Hechtgrau geeinigt. Und so war dann, abgesehen von der Kavallerie zu Beginn des Ersten Weltkriegs, das K&K-Heer auch einheitlich gekleidet. Also auch das KU-Heer und die KK-Landwehr war dann entsprechend in diesem Hechtgrau eingekleidet. Und so ist man dann in den Krieg gezogen, wenn denn genug Uniformen da waren. Weil da muss man auch wieder sagen, als der Krieg ausbrach und Tausende von Rekruten in die Kaserne strömten, da waren nicht genug Uniformen da. Also da waren wirklich so wenig Uniformen da, dass man dann zum Beispiel auch Landwehrtruppen und Truppen im rückwärtigen Raum, auch teilweise Truppen an der Front, die hat man dann einfach in der Kleidung gelassen, in der sie zur Musterung erschienen sind und hat denen dann einfach gelb-schwarze oder schwarz-gelbe, wie auch immer man das jetzt haben möchte, Armbinden ausgegeben, um die quasi als Kommandanten zu markieren. Mhm. Man hat dann auch nach den ersten sehr verlustreichen Schlachten in Russland die Uniformen der Toten wieder eingesammelt. Ihr kennt vielleicht die Szene aus Im Westen nichts Neues, aus der Neuverfilmung am Anfang. Ich bin noch am Recherchieren, ob das bei den Deutschen auch ein Thema war. Ich will es nicht komplett verneinen, ich könnte es mir vorstellen, aber ich habe noch keine Quellen, die dies belegen. Bei den Österreichern habe ich da schon Fotos gesehen von Soldaten, die wirklich abgestellt wurden. Diese Massen an Uniformen zu bündeln, die wurden dann wirklich repariert, gereinigt und neu ausgegeben. Solange bis irgendwann genug Material da war, dass der Großteil des Heeres in Hechtgrau eingekleidet war. Dieses Hechtgrau hat sich dann natürlich auch in Russland als sehr nachteilig herausgestellt, wenn man dann überlegt, dass die zaristischen Truppen, die hatten ja auch so ein olivgrün Kaki-Mischmasch. Die waren im Gelände deutlich besser getarnt und waren allgemein, man denkt das immer, dass die so unterlegen waren, aber die waren auch technisch ihrer Zeit mehr als angemessen und haben der österreich-ungarischen Armee da auch erhebliche Verluste beigebracht. Und so hat man dann spätestens, nachdem Italien Österreich-Ungarn den Krieg erklärt hatte, ist man auch dazu übergegangen, das Feldgrau der deutschen Armee zu übernehmen. Mhm. Also einen ähnlichen Farbton. Das ist 1915 schon passiert und das war auch ein sehr, sehr schleichender Prozess. Also wenn ihr eine Darstellung macht oder eine Darstellung anstrebt, wo ihr die K&K-Armee um 1915 darstellen wollt, dann könnt ihr die Uniformen auch mischen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gerne eine Darstellung um 1915, 1916 und ich würde mir jetzt einfach zu dieser Uniform, wie ich sie hier trage, eine feldgraue Einheitsbluse Modell 16 der Österreicher anziehen, dann wäre das absolut legitim, auch mit der hechtgrauen Hose und der hechtgrauen Kappe. Mhm. Also das hat es wirklich gegeben, da gab es den wildesten Mischmasch. Ja, und sonst, was kann man noch dazu sagen? Wir werden jetzt nicht auf jedes Ausrüstungsteil einzeln eingehen, weil das würde den Rahmen sprengen und das würde ja auch uns den Spaß wegnehmen, weil dann können wir ja gar keine anderen Videos mehr zur K&K-Armee machen. Ja. Richtig. Was noch wichtig zu erklären ist, ich trage ja nun die Uniform der KK-Landwehr mit einem Klappkragen. Das war nicht gängig. Also die Infanterietruppen oder beziehungsweise diesen Klappkragen hatten wirklich nur die KK-Landwehr bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Einheitsbluse
eingeführt wurde 1916. Die anderen Einheiten, also Infanterie, Pioniere und so weiter und so fort, die hatten einen Stehkragen. Das ist nochmal der Unterschied. Genauso, was auch ein sehr schönes Detail ist, gerade bei Österreich-Ungarn, ihr kennt wahrscheinlich alle die Bezeichnung mein Kamerad Schnürschuh. Das ist aus der Zeit entstanden, weil im Gegensatz zu den deutschen Truppen hatten die Österreicher mit Ausnahme der Pioniere und Kavallerie natürlich alle Schnürschuhe. Schnürschuhe und so ein Gamaschenstreifen, dann später Wickelgamaschen. Da gab es dann später noch eine Einheitshose, die dann ausgegeben wurde an alle. Aber sonst war bei den österreich-ungarischen Truppen überwiegend der Schnürschuh zu finden. Ist ein sehr schönes Detail, da gehen wir dann irgendwann später auch nochmal näher drauf ein. Genau, das soll jetzt dann erstmal als ganz kurzer geschichtlicher Abriss in die Zeit der KOK-Armee gewesen sein. Wir werden, wie gesagt, auf jedes Thema später noch genauer eingehen, da detaillierter drüber sprechen und uns damit auch noch mehr auseinandersetzen. Und auf die Uniform eingehen, was und das alles für ein Gebamsel ist. Selbstverständlich, ja. Österreich-Ungarn hatte sehr viel Wert auf Bling-Bling gelegt. Und Gebamsel. Ja. Ne, das war, glaube ich, die einzige Armee, die sich dachte, ey, wir führen mal 1916 eine neue Bluse ein, die sogenannte Karlsbluse, und machen da einfach eine offene Knopfleiste mit goldenen Knöpfen ran. Weil wir es können. Ne, alle anderen Armeen haben ihre Knopfleisten verdeckt und die haben sich gedacht, ach nö. Ist schöner mit. Ja, fuck the system. Genau. Scheiß drauf. Eben. Anti bis zum Tod. Ja. Genau. Richtig. Wie gesagt, grober Überblick. Jetzt gehen wir nochmal kurz die Sachen, die ich jetzt da habe, durch, sagen, was es ist und wo ihr es unter Umständen kaufen könnt, wenn ihr mit einer Darstellung der K&K-Armee anfangen wollt. Wie gesagt, es wird aber zu jedem Ausrüstungsstück oder beziehungsweise, also so wie bei den Deutschen auch, zu jedem nochmal ein extra Video geben, wo wir nochmal detaillierter drauf eingehen und dann auch mal detailliert drüber sprechen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr das kaufen wollt. Das ist jetzt nur so eine allgemeine Shop-Übersicht. Da fangen wir einfach mal bei der Uniform an. Uniformen könnt ihr kaufen bei Militari Repliki in Tschechien. Ich schreibe euch unten eine Liste rein. Ich kann nämlich 90% der überwiegend tschechischen Hersteller nicht korrekt aussprechen. Also das kriege ich nicht hin. Aber gab es früher mal sehr gute Preis-Leistungs-Uniformen. Also das war quasi das tschechische Schusters für österreich-ungarische Uniformen. Der bietet aber aktuell keine Uniform mehr an. Was? Ja, also vermutlich war der so mit Aufträgen überfordert, dass er sein Pensum nicht erfüllen konnte. Und hat dann einfach gesagt, nö, jetzt nicht mehr. So wie mal gucken. Viele andere auch, ja. Die überfordert sind, weil sie alles alleine machen. Genau. Ja. Wie gesagt, mal schauen, wann der wieder was macht. Der hatte auch echt lächerlich günstige Preise. Also da gab es Set mit Kappe, mit der Rockbluse und mit der Hose für 450 Euro. Also du hast dann wirklich das ganze Ding für 450 Euro gekriegt, allerdings ohne Koppelzeug etc. pp. Der nächste, wo ihr das kaufen könnt, ist natürlich beim Bekleidungsamt 13, beim Bernd Ferle. Der macht in meinen Augen auch die besten Uniformen, logischerweise. Kostet dann aber was. Kostet aber nicht ganz so viel wie die deutschen Uniformen, weil die österreich-ungarischen Uniformen deutlich einfacher gearbeitet sind und sie sind von innen auch meist nicht gefüttert oder nur marginal. Also da könnt ihr auch gut bei Bernd kaufen, müsst ihr halt die Wartezeit mitbringen. Das ist dann immer das Ding. Ja gut, das ist halt immer so. Ne? Ja. Wenn man es maßschneidern lässt, dann muss man halt leider auch drauf warten. Richtig. Was auch noch eine gute Anlaufstelle ist, ist, also gut, ob es gut ist oder nicht, ich nenne jetzt einfach mal Anlaufstellen. Ich habe mit vielen der Shops selber keine Erfahrung gemacht, deswegen kann ich zu der Qualität nichts sagen. Also nichts Kompetentes. Ich weiß nur, dass es dort Uniformen gibt. Da wären dann zu nennen einmal Voin in der Ukraine. Dann gibt es natürlich auch den Panther Shop. Der ist ja eher bekannt für Zweite Weltkriegsausrüstung. Der verkauft aber auch K&K-Uniformen tatsächlich. Dann Textiler wäre hier noch zu nennen. Die verkaufen wohl auch gute Infanterieuniformen. Aber das ist halt auch nur Hörensagen, hatte ich selber noch nicht in der Hand.
Wie gut die dann am Ende des Tages sind, müsste ich mal hinterfragen. Vielleicht hat jemand von euch da ja schon mal gekauft und kann uns da erleuchten. Genau, das dann zu der Uniform. Ein Uniformstück bekommt ihr ausschließlich nur bei Bernd beim Bekleidungsamt. Und das ist der Kragen mit Kapuze oder Pelerine oder Wetterfleck, wie er dann auch damals zeitgenössisch genannt wurde. Das ist quasi ein Umhang, der auch wie ein Rucksack getragen wurde, ist aber eigentlich eher für die KK Landwehr Gebirgsschützen typisch. Also die Infanterie hatte dann den Mantel, den die Landesschützen oder beziehungsweise die KK Landwehr Gebirgstruppen, die hatten dann auch Mantel und diese Pelerine. Im Spaten habe ich hier ein Original gekauft, auch ein sehr schönes Exemplar. Da weiß ich gar nicht, ob es da Reproduktionen gibt, weil da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe den bekommen, war zufrieden und habe mich nicht mehr gekümmert. Na, ich kann noch mal schauen, ich kann noch mal recherchieren. Wenn ich dazu noch was finde, dann gibt es dazu noch mal Zusatzinfos im Spatenvideo. Dann die Seitengewehre. Seitengewehre ist bei der K&K-Armee auch noch mal ein Thema für sich, weil noch mal ein kleiner Side-Fact. Die K&K-Armee hatte sehr, sehr früh Nachschubprobleme, was Leder und Beschaffung, also sie hatten einfach allgemeinen Mangel an allem. Und da muss man auch dazu sagen, dass sich gerade beim Koppelzeug, die haben keinen Unterschied gemacht zwischen Leder und Ersatzmaterial, sondern das war dann einfach ein Lederleibriemen oder ein Leibriemen aus Webstoff. Punkt. Mhm. Das hieß dann nicht Ersatz oder sonst irgendwas, war auch nicht Ersatz, das war gleichwertig mit dem Lederzeug. Um auf die Seitengewehre zurückzukommen, davon gibt es Reproduktionen, jedenfalls von dem hier, von dem Standardseitengewehr. Das hier ist so eine spätere, so eine Sparvariante, gibt es aber nur ein Original und dann auch lächerlich teuer. Und das hier ist nochmal eine Ausführung, die hat dann hier oben nochmal ein zusätzliches Korn. Wenn das auf dem Gewehr aufgepflanzt wird, kann man darüber dann besser zielen. Genau, also wie gesagt, gibt es als Reproduktion, zum Beispiel bei Nestorf habe ich die schon gesehen. Wie gut die dann am Ende des Tages sind, kann ich nicht sagen, weil selbst die originalen M95 Seitengewehre, die kosten halt irgendwie 40 Euro. Also da muss man nicht zwingend auf das Original zurückgreifen. Kniffliger wird es bei den Patronentaschen. Ich habe hier zwei Patronentaschen, das sind Nachkriegsmodelle, aber fragt mich jetzt bitte nicht von welcher Armee. Repik steht da drin, das sagt mir nichts. Also ich weiß nicht genau von welcher Armee, aber diese Modelle sind hier absolut baugleich aus dem Jahr 1951 zu denen des Ersten Weltkrieges. Da gibt es zum Beispiel Reproduktionen von dem Lederer K&K Replika, heißt der. Das ist wirklich der offizielle Name. Da könnt ihr zum Beispiel die Patronentaschen kaufen, da könnt ihr den Leibriemen kaufen, da könnt ihr den Koppelschuh kaufen, den zweiteiligen Tornister, den es ja dann lange noch gab. Und alles, was sonst so mit Leder zu tun hat, das bekommt ihr dann dort. Das nächste ist der Brotbeutel. Den habe ich auch gekauft bei K&K Replika. Der macht auch Stoffsachen. Da habe ich mir sagen lassen, dass das die besten sind. Also die besten Brotbeutel und Rucksäcke, den zeige ich euch gleich noch. Diese Modelle gibt es auch bei Nestorf. Ich weiß jetzt aber nicht, wie gut die sind. Eben das gleiche gilt auch für die Uniformen, die Nestorf im Angebot hat. Die finde ich nämlich unverhältnismäßig teuer. Also die Kosten halt, der kostet halt schon die Jacke halt 200 Euro. Und dafür sieht sie gar nicht mal so gut aus. Also auf den Bildern. Finde ich sehr, sehr schwierig. Wenn sie jetzt 90 Euro, also wenn sie 100 Euro weniger kosten würde, dann wäre ich da vielleicht noch mitgegangen und hätte es mir mal angeschaut. Aber für 90 Euro ist das, was Nestorf da anbietet, habe ich gerade für 90 gesagt, für 200 Euro ist das, was mir Nestorf da anbietet, dann doch eindeutig zu teuer. So, ganz anders sieht es dann bei Nestorf zum Beispiel, ebenfalls meiner Meinung nach, mit der Zeltbahn aus. Das ist jetzt die K&K-Zeltbahn, die ich bei Nestorf als Reproduktion gekauft habe. Und die ist nicht schlecht,
Die hat nämlich, wir haben das verglichen, als wir in den Dolomiten waren, mit den Modellen von Schipperfabrik, die es ja damals noch gab, die gibt es jetzt nicht mehr. Und die kommen sehr, sehr nah ran. Mhm. Die hat lediglich keine Stempel. Okay. Naja, die kann man ja mal reinmachen. Ja, wenn man sie kriegt. Genau, und hier ist dann nochmal der Rucksack, der damals dann den Tornister abgelöst hat. Machen wir auch nochmal ein extra Video drüber. Und den habe ich halt auch gebraucht gekauft, aber der Ursprung hier ist auch KUK-Replika. Also ist ein Top-Teil, habe ich auch eine Zeit lang privat benutzt, weil einfach, keine Ahnung, der hat gefühlt. Das ist wie bei Harry Potter, dieses Zelt, diese Tasche, die Hermine hat, da kannst du einen Elefanten reinstecken. Also das ist wirklich unglaublich. Genau, das war dann so, dass zu der Ausrüstung. Ich kann euch noch spannende Lektüre empfehlen. Es gibt vom Verlag Militaria sehr, sehr tolle Bücher. Und zwar ist das dieses Buch, die K&K-Armee im Ersten Weltkrieg, Uniform und Ausrüstung von 1914 bis 1918. Ist ein Doppelband, da steht erstmal alles drin, was man wissen können sollte. Und dann gibt es natürlich dazu dann noch zusätzliche Bücher wie die Attestierungsvorschrift von 1908. Das ist dann in etwa gleichzusetzen mit dem alten Kraus im Ersten Weltkrieg. Ach Blödsinn, mit dem alten Kraus für die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Buch über die KK-Landwehrgebirgstruppen. Mhm. Also da gibt es schon einiges an sehr interessanter Lektüre. Kommen wir noch einmal zu der Bewaffnung für die Darstellung. Ich habe damals wieder gekauft, als das alles noch ging. Da hat das auch alles sehr wenig Geld gekostet. Ist jetzt nicht das Allerschönste, aber immerhin ist es eins. Da gibt es aber Hoffnung. Also wenn ihr eine Darstellung machen wollt, der K&K-Armee oder der KK-Landwehr oder der KU-Armee, wie auch immer, dann gibt es tatsächlich einen Hersteller, auch in Tschechien, der diese Gewehre als Modelle reproduziert. Mir ist nur leider schon wieder der Name entglitten. Ich werde ihn einmal hier unten einblenden, als Entschuldigung für meine Vergesslichkeit, und auch nochmal unten in die Videobeschreibung mit einfügen. Der macht sowohl den M95 Stutzen, wie ich ihn hier habe, und der macht auch das Infanteriegewehr, also den normalen Steyr M95. Das ganz normale Gewehr der KUK Infanterie. Und damit könnt ihr halt auch überall hinfahren. Das war noch nie eine Waffe, es wird nie eine sein. Und das sind wirklich sehr, sehr tolle Reproduktionen. Den einzigen Tod, den ihr da sterben müsst, ihr könnt die Waffen von ihm nicht repetieren. Wobei ich da gesehen habe, dass er auch schon am Tüfteln ist, dass selbst das noch möglich wird. Bringt wieder ein bisschen seine Wartezeit mit sich. Ich habe gehört, man wartet wohl schon nochmal ein Jahr, bis der die Bestellung dann fertig hat, weil der nur chargenweise produziert. Also der wartet, bis da so und so viele Leute bestellt haben, und dann fängt er an zu produzieren, und dann müsst ihr mal warten, bis eure Marge dran ist. Genau, das wäre noch zur Bewaffnung zu sagen. Sieht also ein bisschen besser aus als bei einer Darstellung der deutschen Armee. Ja. Das war es erstmal für einen groben Überblick. Ich hoffe, euch hat die Einführung in die Welt der KUK-Armee gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und wenn ihr schon sowieso dabei seid, einen Kommentar da zu lassen, dann schreibt auch gerne unten ein, was euch zum Thema K&K besonders interessiert. Ich weiß, Aceton wird jetzt schreiben, Kappenabzeichen. Aber da kann ich jetzt schon sagen, das wird nochmal ein Video für sich. Das ist nämlich wirklich nicht so einfach. Gut, also Schluss jetzt. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.